Vor Ort zeigte sich, dass ein Bus über mehrere Meter eine Böschung hinabgestürzt war und in die Supermarktfiliale eingeschlagen war. Bei diesem Unfall wurde der Busfahrer schwerst verletzt. Von der Skala von 1 bis 10, also die Skala fängt bei 1 an beim Pkw und das ist natürlich jetzt schon eine 9.
Und heute um 16.20 Uhr wurden wir mit dem Stichwort Verkehrsunfall der Stufe 2 hier in Herrenberg an einen örtlichen Discounter alarmiert. Gemeldet war ein abgestürzter Bus. Zunächst konnte man sich auf Anfahrt nicht besonders viel darunter vorstellen. Vor Ort zeigte sich, dass ein Bus über mehrere Meter eine Böschung hinabgestürzt war und in die Supermarktfiliale eingeschlagen war. Vor Ort haben Ersthelfer den im Bus befindlichen Busfahrer bereits aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr hat sofort mit Sicherungsmaßnahmen an beteiligten Bus und einem weiteren beteiligten VW-Bus begonnen. Bei diesem Unfall wurde der Busfahrer schwerst verletzt. Der Fahrer des VW-Busses sowie eine Mitarbeiterin des Supermarkts wurden dabei leicht verletzt. Was war jetzt die größte Herausforderung bei dem Einsatz? Weil es hatten ja nicht alltäglich, dass der Bus so quasi in der Luft steht. Genau. Absolut nicht alltäglich. Die größte Herausforderung bei diesem Einsatz ist es, die betroffenen Fahrzeuge abzusichern und auch den Brandschutz sicherzustellen. Und jetzt laufen noch die Bergungsarbeiten. Auch diese stellen mit einem Bergeunternehmen in Kooperation mit der Feuerwehr auch große Herausforderungen dar. Wie lange wird jetzt ungefähr der Einsatz noch gehen? Ich denke, dass in der nächsten Stunde der Einsatz für die Feuerwehr beendet sein wird. Gibt es irgendwie eine Beschädigung an der Supermarktfiliale? Also musstet ihr auch irgendwie drin euch mal in der Lage? Also die Fassade des Supermarkts wurde erheblich beschädigt und um weitere Beschädigungen abzuklären, wurde der sachverständige Bau des Kreisfeuerwehrverbands hinzugezogen, der das Gebäude aber inzwischen als unbedenklich eingestuft hat. Die Frau, wo vom Supermarkt verletzt worden ist, war die gerade in dem Zeit in dem Büro auf der anderen Seite? Ach, da gab es eine Frau. Ja. Richtig, die Supermarktangestellte befand sich zu diesem Zeitpunkt im Pausenraum und der Bus ist unmittelbar in der Nähe des Pausenraums eingeschlagen. Und nochmal vielleicht ein Wort zu den Ersthelfern, was Sie gerade vorhin erwähnt haben. Das ist jetzt auch nicht alltäglich, wenn ein Bus so nah hängt, also eine gefährliche Lage ist, dass sich dann da welche einsetzen. Ja. Besonders beachtlich ist das couragierte Handeln der Ersthelfer, die in den Bus eingestiegen sind und den schwerstverletzten Busfahrer bereits aus dem Bus gerettet hatten, noch bevor die Kräfte der Rettungsdienste und der Feuerwehr vor Ort waren. Thank you.
Hier wollte ich mehr kommen heute Abend. Ich bin als Bergeleiter eingesetzt, bin in Herrenberg bei der Firma Groß als Betriebsleiter und technischer Bergeleiter angestellt und kümmere mich um sowas. Beim Eintreffen, wie hat sich denn euch die Lage hier denn ergeben? Reines Chaos, aber koordiniertes Chaos. Es war so, dass mich der Herr Weiß von der Feuerwehr angerufen hat, er braucht mich sofort. Ich habe alles eingepackt, bin hergefahren und habe nur gesehen, Bus in der Hauswand. Dann erstmal ein bisschen miteinander gesprochen, Lage überblickt und dann dementsprechend Einsatzkräfte mal alarmiert, nachgezogen und dann über die Zeit ein bisschen koordiniert und die Bergung sozusagen vorbereitet. Also ein Bus, der jetzt irgendwie halb im Aldi hängt, ist ja nicht alltäglich. Das heißt, ist nicht täglich, ist für uns auch natürlich eine neue Situation. Auch Bus im Graben oder im Hang ist natürlich auch für uns keine alltägliche Sache und natürlich für uns auch erstmal ein Schock, wenn man sowas hört und natürlich auch sieht. Wie geht man jetzt am besten da als Bergungsteam vor? Also ist ja, wie gesagt, ist ja nichts Alltägliches, ist jetzt kein Auto, was man kurz mal hochhebt. Mhm. Was macht ihr da? Wieso braucht man jetzt zwei Autokräne auch dafür? Man kann das auch mit weniger Material machen. Allerdings, wir sind eher das geschulte Personal und möchten natürlich Professionalität an den Tag legen und haben natürlich Equipment gekauft und möchten das einsetzen, um so eine fachliche und sachliche Bergung sauber durchzuführen. Im Hintergrund sieht man ja die Anschlagmittel, die Kranfahrzeuge und für uns ist das einfach die schnellste und saubere Lösung, ohne weiteren Schaden hervorzurufen. Was müsst ihr jetzt irgendwie machen? Also ihr habt jetzt den Bus hochgehoben und wie geht der jetzt dann vor? Also, weil die Front ist ja schon ordentlich beschädigt. Ja. Ist das irgendwie ein bisschen komplizierter jetzt? Im Prinzip nicht. Zum Abschleppen oder zum Abtransport ist es wichtig, dass man Kardanwelle ausbaut, die Federspeicher öffnet, um die Bremse zu öffnen. Wir werden den Bus jetzt noch drehen, dass wir in Fahrtrichtung den Bus positionieren und dann werden wir an der Vorderachse hochnehmen, sichern und abtransportieren nach Gülstein. Wie lange hat jetzt die Bergung jetzt ungefähr gedauert? Alarmierung war um halb fünf. Ich denke mal, wir werden jetzt noch so bis um 12, um 1 Uhr Nachbereitung. Ich denke mal, so um halb zwei werden wir fertig sein. Jetzt seht ihr ja viele interessante Bilder durch eure Bergungsgeschichten. Ihr kommt ja immer eigentlich dann, wenn es große Schäden gibt. Ja. Wie ordnet man so einen Bus dann ein, der so da hängt wie der jetzt? Auch von der Skala von 1 bis 10. Also die Skala fängt bei 1 an beim Pkw und das ist natürlich jetzt schon eine 9. Ja. Wenn das jetzt noch auf dem Dach liegen würde, wäre es die 10. Aber für uns nicht alltäglich, für jedes Team von unserer Firma natürlich auch ein Highlight.
Thank you.
Wenn euch auch diese Dokumentation wieder gefallen haben sollte, würden wir uns über einen Like sehr freuen. Natürlich dürft ihr auch gern den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen, und die Glocke aktivieren, um keine zukünftigen Inhalte zu verpassen. Gerne dürft ihr auch in den Kommentaren unter dem Video eure Meinung kundtun. Bleibt noch kurz dran, es folgt noch der Konvoi.